Gang Gang YouTube, what's breaking? SPC Chef Fredrik mit einem Batman, ein ganz freshen Video. Perfect. So wie ihr uns schon Titel lesen konntet, statt von El Sharabi Flashback ist gedroppt und die SPC sieht auf jeden Fall richtig lecker aus. Oh. Delicious, young song. Die SBC wird circa insgesamt auf 270.000 Coins geschätzt und wir fangen auch direkt mit der ersten SBC an, auf dem Weg nach oben. Da braucht ihr auf jeden Fall mindestens einen AC Mailand Spieler, ein Rating von 80 und eine mindestens Teamchemie von 75. Schlüssel hier in dieser SBC ist eigentlich nur Tomori. Ich gehe mal stark davon aus, dass der Kollege extinct sein wird, deswegen seid schlau auf dem Markt. Wenn ihr die SBC macht, kauft ihn zu unchristlichen Zeiten, 3 Uhr morgens, 2 Uhr morgens, wo er halt nicht so extrem im Hype ist. Wir haben hier in der SBC auf jeden Fall 2 Spieler aus AC Mailand, sprich, wenn ihr hier irgendwie eine andere Möglichkeit habt, jemanden zu linken, dann macht das auf jeden Fall. Aber einen anderen als Tomori wird es hier leider nicht geben. Die SBC wird auf der PlayStation auf ca. 10.000 Coins taxiert, auf der Xbox auf ca. 14.000 Coins. Kommen wir zur zweiten SBC, Il Farone. Da brauchen wir auf jeden Fall einen Spieler aus Italien, eine Mindestchemie von 70 und eine Teamgesamtbewertung von 84. Hier bei der SBC müsst ihr ein bisschen dribbeln. Wie ihr sehen könnt, haben wir leider nur 69 Chemie. Wir brauchen aber 70. Aber ihr könnt ja mal Tilguero von LM auf LF machen. Dann solltet ihr auf jeden Fall den Chemiepunkt irgendwie hinbekommen. Also macht euch auf jeden Fall nicht einen größeren Kopf oder RF auf RM oder ZDM auf ZM. Ihr kennt auf jeden Fall die ganzen Spielchen mit den Positionsmodifikatoren. Und dann kriegt ihr auf jeden Fall den einen Chemiepunkt hin. Und ja, was ist hier im Großen und Ganzen zu beachten? Wir haben hier das Dortmund-Dreieck, Dortmund-Belgien-Dreieck, wie man das auch immer nennen will. Auf entspanntes Häschen. Hier in der SBC, ob man die groß dribbeln kann, weiß ich nicht. Vielleicht eventuell hier auf der rechten Seite. Aber wir müssen jemand auf das Rating kommen. Ja. Und die SBC hat es immer ein bisschen in sich. Wenn ihr from the scratch anfängt, sprich wenn ihr gar keine Spieler im Verein habt, zahlt ihr für die SBC auf der PS4 ca. 100.000 Coins. Plus minus eben halt den Positionsmodifikator. Hoffentlich habt ihr irgendwas Passendes im Verein, dass ihr dafür nicht nochmal extra Coins ausgeben müsst. Und somit kommen wir auch schon zur dritten und letzten SBC. Liga-Klasse. Die kostet ca. 150.000 Coins. Ist wirklich die teuerste SBC. Auf der PS4 sogar nochmal ein bisschen teurer auf ca. 160.000 Coins. Und ihr seht es eben halt, was hier wirklich ausschlaggebend teuer ist. Ne? Eben halt ein Son, ein Lloris, ein Leno, ein Alejandro Gomez und ein Iličić. Ich würde hier in dieser SBC keine SBC-Futterspiele abgeben, weil hier das Team an sich eigentlich nur aus 2 bis 3 spielbaren Spielern besteht. Der Rest spielt eigentlich gar keiner an FIFA. Deswegen ist es zwar ein bisschen teuer, aber ist auf jeden Fall der beste Weg hier durchzukommen. Ihr könnt euer SBC-Futter behalten für eventuell Icon-Packs. Falls wieder irgendwie ein Shop-Wundertüten-SBC rauskommt oder so, habt ihr auf jeden Fall genug Spieler da. Müsst dafür nicht Coins ausgeben. Und ich meine, was Bock mehr? Eine Wundertüte zu machen aus dem Verein. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Jetzt, wir haben auf ganz entspannt die Lösung gesehen für El Sharabi. Ja, was kann man zu ihm im Großen und Ganzen sagen? 93 Pace, 91 Dribbling, 86 Schuss, 84 Passen. Ordentliche Stats, würde ich sagen. Seine Tots-Karte, was wird überhaupt zelebriert? Die musst du mal ganz genau lesen, was hier zelebriert wird. Der Kollege hat auf jeden Fall 5 Sterne Skills. 4 Sterne Weakfoot, 5 Sterne Skills in diesem FIFA. Nach wie vor immer OP. Pace sieht auf jeden Fall nice aus. 92 Antritt, 94 Sprintgeschwindigkeit. Seine Shooting-Stats sehen auch ordentlich aus. Schusskraft könnte man eventuell ein bisschen boosten. Aber Abschluss 86, Fernschüsse 88, Volleys 93, auf jeden Fall übel krank. Beweglichkeit, Balance, einfach 99 Beweglichkeit, was geht hier ab? Verteidigung komplett irrelevant bei dem Kollegen. Stärke ist immer so ein kleines Ding. Ausdauer 86, naja, ich würde sagen, bei diesen geilen Trades ist die Ausdauer jetzt nicht so relevant angeschnitten nach Schuss, Flair und Tempo-Dribbler. Sind auf jeden Fall ordentliche Trades, die man mitnehmen kann. Ich würde sagen, wenn man so eine Karte für 265.000 Coins mitnehmen kann, muss man eben halt abwägen, ob man wirklich spielt. Wenn du ein Serie A-Team hast, dann passt er auf jeden Fall hervorragend. Würde ich auf jeden Fall machen, weil es jemand auch kaum andere Alternativen gibt. Ich würde ihn auch als Zehner spielen. Das ist eigentlich überall vielseitig spielbar, auch als Stürmer tatsächlich. Der hat dazu ein bisschen eklige Arbeitsraten, aber Mittel auf der 10 ist eigentlich echt entspannt. Der wird eigentlich mit Mittel richtig geil stehen bleiben, wenn du den auf der 10 spielst. Und ja. Und somit kommen wir auch schon zum Ende des Videos. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Gang, Gang, du weißt, Onkel Fredrik ist raus.